Früher habe ich geschafft, Bizeps Curls, so, mit 40er Kurzhantel. Oh. Da. Oh. Das heißt, ich habe das gemacht, aber mit der einen Seite bin ich als erstes oben gewesen. Ja. Es geht nicht. Ich kann nicht. Keine Zeit. Gibt's nicht. Willkommen zurück, meine Freunde, bei dem neuen Video dieses Jahres. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und ja, da bin ich wieder. Das erste Video 2024, schön Brust und ein bisschen Bizeps. Heißt, ich mache Dips und den Untergriff, um ein bisschen Bizeps zu trainieren. Mehr mache ich nicht. Warum mache ich nicht mehr? Weil ich habe schon sehr viel trainiert diese Woche. Das würde dann quasi so ein bisschen noch mal ein bisschen die Brust zu fetzen, ne? Weil ich die diese Woche tatsächlich nicht im Gym trainiert hatte. Mache ich die ein bisschen noch mal zu Hause. Ein bisschen Dips und ein bisschen Bizeps mache ich dann auch noch. Und ansonsten würde ich mal sagen, ne, legen wir direkt los. So. Eins. Zwei. Drei. Ja. Ah Gott, Leute. Uff, ich habe lange keine, also ich muss sagen, ich habe lange keine Dips mehr gemacht. Das ist die Wahrheit. Ich habe lange keine Dips mehr gemacht. Uff. Also wie gesagt, ich bin ja generell jemand, ich wiege sehr viel. Ich bin schwer, ich bin so ein bisschen wie so ein Stein. Und diese Calisthenics-Sachen sind schon extrem schwer. Gerade bei Klimmzüge, beim letzten Video auch, habe ich das gemerkt. Das heißt, wenn ich jetzt Klimmzüge mache, ich fange damit an so. Super. Sobald ich dann weitermache später, habe ich das Gefühl, dass mich irgendwie die Gravitation auf den Boden reißt, weil ich gefühlt wie ein Brocken schwer bin. Deswegen wiegen auch die meisten Leute, die Calisthenics machen, auch nicht so viel. Ne? Genau. Wie gesagt, Dips und ein bisschen hier Klimmzüge, beziehungsweise Richtung Bizeps, den Untergriffmäßiges. Und dann es ist ein geiles Home-Workout. Könnt ihr auch gerne auch zu Hause machen. Das heißt, das wäre das Idealste hier. Das wäre das einfach das Idealste. Wenn ihr das zu Hause habt und so, gerade in einer Quarantäne zum Beispiel, kann man sehr geil hier trainieren. Aber nicht nur, also Klimmzüge kann man überall machen. Aber an einer Tür zum Beispiel, Treppe, vielleicht habt ihr draußen Calisthenics-Plätze. Also das ist das Gute bei Calisthenics. Man kann das wirklich überall machen. Ist ein großes Vorteil. Ne? Genau. Ich hab Bock. Sag's euch. So. Weiter geht's. Oh Gott. Geil, ich feiere das gerade total. Ist Bock richtig. Das Ding ist, es wackelt hier so ein bisschen auch gerade, das Ding. Ah. Naja, ist halt so, ne? Ich merke es auch jetzt. Ich fange sofort an zu schwitzen. Ich habe jetzt davor kein Cardio gemacht oder irgendwie sowas. Ja, das ist das Geile auch an Calisthenics. So ein bisschen beides drin. Ne? Je nachdem, ne? Ich finde es auch immer ganz cool, wenn man zum Beispiel Klimmzüge macht. Und dann sage ich mal, wenn du, sag ich mal, vielleicht 20 Klimmzüge schaffst und so, 20, 30, kann man das mit Kettlebells oder mit einer Scheibe nochmal erweitern. Hast du so einen Gürtel, packst du dran, habt ihr auch bei meinem alten Video gesehen, noch davor. Mache ich auch manchmal. Und dann, oder zumindest früher habe ich es oft gemacht. Und dann schon, ist schon geil. Ne? Schon richtig cool. Genau. Ich hatte letztens trainiert Bizeps im Gym und das ist der Grund, warum ich halt richtig geil finde, jetzt, sage ich mal, mit weniger Gewichte zu trainieren.
Es war so geil. Ich habe 26 Kilo habe ich gemacht, Bizeps. Das war sowas von geil, ich sag's euch. Ich habe den übelsten Pump gehabt, den übelsten Pump. Und ich war super technisch auch. Ja. Früher habe ich geschafft, Bizeps Curls, so, mit 40er Kurzhantel. Na, ihr wisst, was ich meine. 20 Kilo, zack, zack, zack. Besser geht's nicht. 26 Kilo, sagen wir mal so, ne? Ist richtig geil. Wie gesagt, ich fange immer so Schritt für Schritt an, wie ein Pyramidensystem. Okay. Mal gucken, wie mein Rücken aussieht, ohne Pump. Okay. Ich weiß nicht. Vielleicht sieht es geil aus. Ich sag mal so, im Calisthenics trainierst du eigentlich alles sowieso mit zusammen. Das darf man nicht vergessen. Ja, man trainiert wirklich, das ist eigentlich kein Isolationstraining. Ne? Calisthenics ist so ein, ist wie eine Art Ganzkörper. Ja, das ist mehr, da arbeiten viele Muskeln zusammen, sage ich mal so. Ist nicht Isolation, ist nicht isoliert. Habe ich, glaube ich, auch schon tausendmal gesagt. Kann man machen, Calisthenics, auf jeden Fall. Ne? Wenn G-Gyms zu haben oder wenn Corona ist oder so, sage ich mal so, ne, da kann man das auf jeden Fall alles machen, so. Ne? Will mal sagen, fange ich mit der nächsten Wiederholung an. Machen wir mal 10 Wiederholungen. Guck mal, wenn ich Dips mache und ich oder Bankdrücken mache, da bin ich ja hier. Das heißt, ich drücke quasi hier runter. Ne? Ich habe meine Arme quasi hier so ein bisschen angewinkelt. Ne? Ich sehe, viele machen so. Ne? Ich habe die so ein bisschen so in diesem Winkel. Beim Bankdrücken jetzt zum Beispiel. Ne? Genau. Passt ganz perfekt. Uff, mal gucken, wie ich aussehe. So, fangen wir jetzt an mit Bizeps. Ja, genau, mit Bizeps. Wie gesagt, heute bisschen easier. Ich habe mein ganzes Training eigentlich schon vollendet. Ich habe alles trainiert. Ne? Und dieses Video, was ich jetzt habe, was ich jetzt produziere, ist quasi das. Wie soll ich sagen? Das ist direkt auf den Sonntag. Ne? Das heißt, es ist noch 2023, als ich dieses Video gemacht habe oder gerade filme. Und wenn das hochgeladen ist, ist es 2024. Genau. Also, legen wir los. Ich hoffe, das fällt hier nicht um, ey. Nice. 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 Ah. Ah. Leute, es gibt keine Ausreden. Es geht nicht. Ich kann nicht. Keine Zeit. Gibt's nicht. Man muss sich Zeit finden für so etwas. Ja? Für die wichtigsten Sachen, die es auf dieser Welt gibt, nimmt man sich Zeit. Das dürfte niemals vergessen. Kein Mensch hat Zeit. Man nimmt sich für die Sachen, die einem zu Herzen wichtig sind, Zeit. Familie. Training. Ja? Oder Freunde, ja. Man muss Prioritäten setzen. So sieht's aus. Oh, das war schon ganz geil. Das war schon cool. Okay, Leute. Machen wir weiter. Oh. Ja. Boah. Boah.
Oh Gott, ich bin so schwer. Aber schon krass, dass ich überhaupt was schaffe. Na? Hatte zwar gestern trainiert Arme, aber stört mich nicht, nochmal zu trainieren. Genau. Schon geil. Ich hatte mal ganz früher probiert, dass ich halt sowas wie Flagge mache oder Plank oder Muscle-Ups. Muscle-Ups hatte ich tatsächlich einmal bekommen, aber auch total krüppel. Das heißt, ich habe das gemacht, aber mit der einen Seite bin ich als erstes oben gewesen und habe ich mich so, also das war kein gutes Muscle-Up. Aber ich habe es probiert. Genau. Aber ansonsten schon beachtlich geil oder cool, wenn Leute im Calisthenics, sag ich mal, verrückte Sachen machen können. Flagge, Muscle-Ups. Das ist schon krass. Oder einarmige Pull-Ups. Das ist schon krass. Aber hat nicht unbedingt viel mit Kraft zu tun. Jeder Bodybuilder ist stärker als ein Calisthenics-Athlet oder Powerlifter. Und die können das ja auch nicht. Ne? Sie wissen, ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Eine andere Art von Kraft, kann man sagen. Uff, genau. Also genau, zu Hause zum Beispiel, wenn ihr die Brust zerstören wollt, also mir ist zum Beispiel so, guck mal, zu Hause kann ich perfekt einmal die Schultern trainieren, weil ich habe eine Kurzhantel und ich kann quasi einfach hier nach vorne gehen für die vordere Schultermuskulatur, für die seitliche gehe ich an die Seite und für die hintere gehe ich quasi weiter nach vorne und gehe quasi nach hier. Also Schulter kann ich zu Hause sehr gut trainieren, habe ich sogar vor ein paar Tagen. Rücken kann ich andersweise auch trainieren. Ich kann quasi einen engen Griff machen. Ich kann aber auch einen etwas breiteren Griff machen, wie ihr hier sehen könnt. Was kann man noch trainieren? Gut, die Brust auf jeden Fall auch, aber ich glaube, die Brust ist im Gym viel besser. Weil ich kann jetzt perfekt und mit einem vernünftigen Widerstand wären die Dips richtig gut. Die mittlere Brust könnte ich Liegestütze machen. Oder ja, Liegestütze machen. Und für die obere Brust müsste ich dann halt, ne, ist halt ein bisschen schwieriger dann halt, ne. Aber Schulter kann ich zu Hause sehr gut trainieren und Rücken auf jeden Fall in gewisser Weise auch, ne. Ich habe auch eine Kurzhantel, habe ich gerade schon erzählt, kann ich für den Nacken benutzen, ne. Hier enge Griff, kurze Griff, ne. Arme finde ich auch immer so ein Lala. Kann ich besser im Gym trainieren. Die meisten Menschen wissen ja auch, ne. Kann man, das ist einfach, hat man viel mehr Auswahl, sage ich mal so, ne, einen gewissen Muskel zu treffen. Ich habe ja zu Hause quasi nur das hier und ein paar Kurzhantel. So, meine Freunde, letzte Wiederholung, letzter Set und dann bin ich durch. Bisschen klein, bisschen entspannt, bisschen easy peasy. Ja. Auch wenn Leute, sage ich mal, noch nie trainiert haben und das ist für die schwer anzufangen. Fangt längst mal langsam an. So 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, ne? So. Okay, let's go. Oh, Leute, für dieses kleine Workout, was ich gemacht habe, muss ich schon sagen, habe ich schon extrem Pump. Muss ich schon sagen. Würde ich natürlich jetzt ein bisschen länger trainieren, ein bisschen intensiver und dies und das, dann wäre es natürlich noch krasser. Aber für diese Zeit, muss ich schon sagen, war das schon richtig krass. Kleines Workout. Oh, ich bin ja schon am Arsch. Ja, aber auch nicht extrem am Arsch. So, ihr wisst, was ich meine, ne? So, mein Körper fährt sich gerade hoch. Ganz früher habe ich sehr viel gejoggt draußen. Das heißt, ich bin quasi vom Haus, von einem bestimmten Ort, bin ich quasi Kilometer weiter gejoggt. Früher war das krank einfach. Ne? Ich sag mal so, jetzt für mich extrem viel zu joggen ist auch ein bisschen, ich wiege einfach zu viel. Ja? Und wenn man halt ein bisschen viel wiegt, also ich bin nicht fett, um Gottes Willen. Guck mal, ich bin überhaupt nicht, ich bin ja nicht fett, so, weißt du?
Aber ich will damit sagen, dass meine Muskeln, mein Körpergewicht sich erhöht hat und irgendwie, wenn ich halt jogge und so, das geht auf jeden Fall auf die Knie, so oder so, ne? Also wenn man halt viel wiegt oder auf die Knochen generell, ne? Genau. Genau. Also mein Ziel war ja, ich weiß, um ehrlich zu sein, ich will mich auch nicht jeden Tag wiegen, ne? Habe ich auch keinen Bock, mich jeden Tag zu wiegen. Aber ich denke mal, ich wiege 107 vielleicht, circa auf irgendwo da. So, vielleicht 105, 104 Kilo, so ein bisschen 100 zu gehen, wäre schon ganz easy. Vielleicht sogar auf 100 und dann je nachdem kann ich ein bisschen weiter runtergehen halt, ne? Schon ganz cool. Schon Bock drauf, aber auch ohne Stress, ne? Es muss ein Lifestyle werden, auf Zwang funktioniert das nicht, ne? Genau. So, meine Freunde, und somit ist das Video beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Interaktionen hinsichtlich der Kommentare, der Likes, was auch immer. Und da würde ich mal sagen, was auch immer ihr euch für Vorsätze gestellt habt, dieses Jahr seid ihr bereit oder müsst ihr bereit sein oder ihr müsst den Mut haben, diese Vorsätze auch in die Realität umzuwandeln. Ansonsten verabschiede ich mich und dann sehen wir uns dann die nächsten Tage. Haut rein.